Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute legen wir eine neue Leistung an. Als erstes wählen wir den Gastgeber aus. Links sind die Aktionsleiste. Wir wählen zum Bearbeiten oder zum Anlegen der Leistungen hier die Aktion Leistungen aus. Eine neue Leistung erstellen wir über den Button Neue Leistung erstellen. Leistungstyp wählen, hier wähle ich den Typ Zimmer. Möglich ist auch Fevo, Pauschale oder Stellplatz. Als Leistungsname, Außerblick, das gibt es hier noch nicht unter Toilettenprüfung. Dann links wieder neue Leistung erstellen. Als nächstes fügen wir die Anzahl hinzu. Ich wähle hier mal die 1 aus. Möglich sind natürlich auch 2 oder 3, je nachdem, ob es mehrere Zimmer mit diesem Typ gibt. Leistungsnummer oder wichtig hier der Zimmertyp. Ist auch ein Pflichtfeld, daran sieht man es an dem Stern und eben dieses grau hinterlegte. Diese Felder müssen auf jeden Fall ausgewählt sein und ausgefüllt sein. Einzelzimmer, Zweibettzimmer, Doppelzimmer und so weiter sind möglich. Doppelzimmer wähle ich in dem Fall aus. Personenanzahl ist hier maximal 2. TV-Ausstattung, TV, Fernseher oder SAT, Kabel. Sanitärausstattung sind mehrere Sachen möglich. Ich wähle hier Dusche, WC. Man kann hier die Merkmale pflegen zu der Wohnung. Als erstes die Ausstattung, ob die Wohnung oder das Zimmer ein Babybett zur Verfügung stellt oder Balkon, Terrasse am Zimmer sind. Eventuell, ob es sogar behindertengerechte Zimmer sind nach DIN. Und ob es vielleicht Pay-TV, Fernseher, Telefon möglich. Also es gibt halt mehrere Merkmale, die man pflegen kann. WLAN am Zimmer. Genau, auch die Lage ist vielleicht interessant als Merkmal, ob es sich um einen Neubau handelt oder das Haupthaus, vielleicht die Bergseite, in dem Fall passend ja auch der Osterblick, nehmen wir mal die Bergseite. Sonstiges, Doppelzimmer als Einzelzimmer, ob jetzt das Zimmer auch als Einzelzimmer buchbar wäre, auch wenn es ein Doppelzimmer ist. Okay, Preis, Kinderermäßigung oder Preis ist ohne Frühstück, kann man hier auswählen. Beschreibung. Hier beschreibt man natürlich das Zimmer detailliert, also nicht das Haus, sondern wirklich das Zimmer. Schönes Doppelzimmer mit Bergblick. Okay, dann wichtig natürlich auch die Preise. Hier pflegt man bei Saison A die Nebensaison ein, also 20 Euro zum Beispiel. 30 Euro hier bei Saison B, das ist dann im Grunde die Hauptsaison. Man gibt hier den Vor- und Bis-Preis im Grunde an. Möglich kann man kann auch die Vollpension pflegen oder Halbpension. Auch den Einzelzimmerzuschlag, also wenn man das Doppelzimmer als Einzelzimmer bucht, wie viel das mehr kostet. Genau. Dann, wenn alles gepflegt ist, dann auf Leistung speichern. Zuerst möchte ich aber noch den Filter zeigen. Hier kann man im Suchfeld auch direkt danach suchen, nach Balkon zum Beispiel. Wenn dann alle Merkmale gefunden, die im Grunde Balkon in der Bezeichnung haben, genau. Oder man möchte nur die aktivierten Einträge sehen. Das ist dann, um einen besseren Überblick zu erhalten. Genau. Können wir gleich mal speichern. Links. Genau, wenn man noch weitere Mediendaten hinterlegen möchte, gibt man hier bei Aktionen auf Mediendaten. Und dann kann man entweder hier Mediendaten hinzufügen, klicken oder direkt gleich die Datei auswählen. Ich würde das im Grunde gleich machen. Wähle mal das Bild aus, wird es hochgeladen. Genau, das dauert etwas.
Und dann ist es in der wird ein Galeriebild angelegt. Das kann man natürlich auch ändern, ob so ein Bild Sommer oder Winter ist, je nach Jahreszeit. Genau, ob so ein Panoramabild ist. In dem Fall hauptsächlich ja Galerie. Genau. Die Priorität, das ist im Grunde die Reihenfolge. Und Freigabe für den Fall, dass es fremde Bilder sein sollten. Genau. Aber wenn es eigene Bilder sind, muss man es nicht. Okay. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.